Guten Morgen, es ist gerade noch 5 Uhr in der Früh. Ich bin total müde, gerade auf dem Weg zum Auto. Und ja, heute werde ich zur Mountainbike Academy gehen, um dort meine Mountainbike-Coach-Ausbildung zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann dort, wenn ich etwas wacher bin. Im Bischofsmalz angekommen, ging es auch direkt los mit der Theorie. Danach sind wir bald in die Praxis übergegangen, in der Stefan Herrmann uns viel von der Fahrtechnik gezeigt und erklärt hat und natürlich auch, wie wir dem Übenden das Ganze vermitteln. Dass die Kurbeln tatsächlich 100% waagrecht sind, dass sie von unten nach oben wirklich mittig über Rad stehen und beide Beine gleichmäßig belastet werden. In so einer Beugestellung fahren. Und da lasse ich die Leute jetzt auch mitmachen, im Sinne dessen, dass sie selbst das erfahren, erleben und dass sie es eben erleben, dass es weh tut. Macht es mal mit, bitte. Geht mal in die Beuge, wir simulieren eine Abfahrt, wir spüren, dass das nicht gut ist. Da. Und jetzt ist natürlich das hintere Bein im Arsch. Freiwillig hoch. Also bitte. Reicht. Das ist schön. Ne? Die Voraussetzungen schaffen für Kurventechnik steht, weil die Feindustage so möglich ist, so möglich. Hier, dass die Federung zeitunabhängig stattfindet, das ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst. Es war schon irgendwie klar, aber nicht bewusst. Hier gut, kann ich anschauen, die Grundposition, wie der Übende über den Rad ist. Hier von der Seite, dass das hier eine Linie ist, ja, und hier Innenlager zum KSP hochlegen. Warum ist es wichtig, die Arme möglichst unbelastet zu haben? Wenn man die Beine mehr Kraft hat. Die Beine sind die größten Muschelpakete, um den Rumpf zu halten, am besten geeignet. Genau, ich muss ja unten einen abfedern, dann können die Arme keine halbe Arbeit übernehmen oder Balancearbeit oder so. Und das mache ich mit Fleiß taktil, damit die Leute sich das auch besser vorstellen. Was ist fest eigentlich? Ne? Meist so fest, manchmal so, aber nie so. Meist so fest, manchmal so, aber nie so. Und dann das auch. Und auch wieder. Entspannen, innerlich auch, Ruhe finden. Und dann das. Die muss natürlich so fest haben. Ich denke, wir sind das. Ah ja, doch, wieder auf die Seite wieder gefahren. Auf die Blickführung eingehen. Ne? Ja, na, oh. Bremse etwas, das Hinterrad kommt hoch und versucht es jetzt auf einer Höhe zu halten. In die Kurve verlasse ich den. Am Scheitelpunkt ist es am kritischsten und nach dem Scheitel richtet sich das wieder auf. Die Ideallinie ist außen hin außen. Warum? Ja, wenn die größte Radius hat. Weniger länger am Tag. Steffi, woher weißt du das? Aufgepasst in der Schule. Sehr gut. Weißt, schaut's her. Jetzt komme ich von außen und so wieder lenkt mein Schlag, wenn ich von innen gekommen wäre. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden, viel lenken. Weil lenken ist gleich bremsen und gleich bremsen im Widerstand. Das wollen wir nicht, keinen Spaß und langweilig. Also deswegen die Technik, das Rad zu legen und die Linie außen und außen, um den Radius zu vergrößern in den Raum, den ihr vorgegeben wisst. Das ist eben Streckenrand links, Streckenrand rechts. Und darin ich meine Linie lege. Beine. Und dann kann ich auch noch den Übenden darauf hinweisen, worauf er zu achten hat. Eben achte auf die Beine. Oder achte, wie mein Körperschwerpunkt sich nach hinten oben verschiebt. Beim Schweinehopp werden die Räder bodenparallel angehoben. Also in der Anfahrt tief gehen, zentral hoch,
Und jetzt habe ich Flugphase von hier bis eine Stunde, zwei Stunden, bis hier. Zwei Stunden fliege ich da, das zu kontrollieren ist zäh. Und die lange Flugphase bekomme ich nur realisiert mit einem hohen Anfahrtstempo und mit viel Masseneinsatz. Das ist richtig krass. Bunny Hop wird in die Flugphase aufgeteilt. Ich roll hier an, ich bringe zuerst das Vorderrad übers Hindernis, roll ein bisschen, jetzt kommt die Hüfte vor und dann kommt das Hinterrad. Und das ist eben auch bei Schritttempo möglich. Wichtig ist für die Übenden, dass die Räder waagrecht sind, dass es nicht kein Gefälle hat. Der erste Tag war wirklich full on und sehr anstrengend für den Kopf. Der zweite Tag ging genauso weiter, nur diesmal hatten wir Schüler, denen wir unser Wissen vermittelt haben. Und später sind wir auch noch ein paar Abfahrten im Bikepark gefahren, sowie Hinterrad versetzen und Wheelie fahren. Es ist jetzt der zweite Tag von dem Mountainbike Coach Camp bei der Mountainbike Academy und wir sind hier am Gaiskopf. Am ersten Tag, habt ihr schon gesehen, haben wir nur in der Ebene trainiert. Jetzt fahren wir gerade mit dem Lift einmal hoch, um dann schön runter zu fahren, ohne mit den Schülern zu trainieren, sondern einfach mal ein bisschen Spaß haben, da wird ihr dann später auch wieder freien Kopf haben. Und ja, ich war hier noch nie gewesen und bin sehr gespannt auf die Strecke. Wir sehen uns dann oben. Keiner bewegt sich plötzlich. Rantasten alle. Beim Wheelie nehmen wir etwas Rumpfausrichten, etwas Pedaldruck. Bewegungsweg des Rumpfausrichten, das. Weniger Weg, weniger Impuls. Mehr Weg, mehr Impuls. Eben das hier. Und die Schulter jetzt zu mir und nach hinten gehen. Dass ich das unterstütze. Das zu wiederholen. Um eben auch A, die Dynamik zu erfahren. Nochmal. Wie viel es davon braucht. Und zu erfahren, wie das sich anfühlt. Tatsächlich da hinten drin zu sein und zu wissen, wo der Sweet Spot ist. Sehr geil. Geil. Das ist zu viel, ne? Und da geht's wieder nach vorne.
Geil, oder? Aufgefahren. Soll ich noch mal ein Stück? Das wäre jetzt zu viel. Ja, das wäre zu viel. So, ich glaube, hier ist gut. So. Low Rider. Wechseln. Wir sind jetzt am Tag 4 und leider habe ich keine Aufnahmen von gestern, also vom dritten Tag, weil ich habe den ganzen Tag im Hotel verbracht. Ich hatte Magenbremsen, die Nacht über nicht geschlafen, was mich sehr geärgert hat. Aber ich bin froh, dass ich mich jetzt um einiges besser fühle und den letzten Tag teilnehmen kann bei dem Mountainbike Coach. Und ja, wir fahren jetzt erstmal mit der Gondel hoch und fahren, soweit ich weiß, die Freeride-Strecke runter und unten warten dann Schüler, die wir dann noch trainieren, und ich muss heute anfangen, und zwar mit der Grundposition und der Balance. Bin etwas aufgeregt, ich hoffe, dass ich jetzt beim Runterfahren ein bisschen locker werde, und ja, aber jetzt erstmal die Freeride-Strecke. Rollen lassen. Ganz schön wurzelig, der Part. Seid ihr startklar für heute? Motiviert? Ja, okay, schon. Wir fangen mit der Grundposition an. Das heißt, wir stehen immer zentral auf dem Fahrrad, damit der Körperschwerpunkt sich immer der entsprechenden Situation anpassen kann. Und so können wir auch Gleichgewicht besser verteilen. Und das ist auch die Voraussetzung für die spätere Kurventechnik. Okay, jeder noch eine Runde. Also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin heute den ersten Tag. Ja. Ich fand es ziemlich motivierend. Okay. Und also das auf dem Parkplatz überhaupt mal zu machen, bevor wir dann wahrscheinlich irgendwann später ins, genau, ins Gelände gehen und so bis Sicherheit zu bringen, ich fand das gut. Okay, cool. Gut, auch komplett auch nichts vergessen am Anfang. Das ist gut. Und dann auch die Demo, sich positioniert zur Gruppe hin, um die Arme zu sehen, und dann seitlich auch gefahren. Tempo Step by Step rausgenommen, weil der Übergang war im Moment gleich zum Stehen.
Das ist eine Überforderung. Lass sie erst mal zeitlang langsam rollen, okay. Mhm. Um sie dahin zu führen. Ne? Mhm. Fuß, die Frage, gut reagiert. Da gibt es auch wenig. Lieblingsfuß vorne und er bleibt da. Fertig. Vom ja. Auftritt her alles gut. Soweit. Vielleicht ab und zu, du bist halt noch unsicher. Das ist jetzt keine Tragik. Das ist eine Sache von Übung. Ja. Damit kommt die Sicherheit, wie beim Radfahren auch. Meine, die Übung macht es und sich schon mit dem Thema auseinandersetzt. Und vielleicht auch mit deinem Freund das machen. Das praktisch. Ja, ich habe schon ein paar Versuchskaninchen. Mit denen anweist. Und du kannst mich auch, wenn du zu Hause bist, ruf mich an. Hey, hier verstehe ich was nicht. Was kann ich optimieren? Ja. Frag mich. Ich habe es geschafft, die Grundposition und die Balance den Schüler zu erklären. Ich war sehr aufgeregt gewesen, aber trotzdem hat es sehr gut geklappt. Das Feedback war gut gewesen. Und ich muss auf jeden Fall feststellen, es ist gar nicht so einfach, das Erlernte, was der Stefan uns jetzt die Tage beigebracht hat, auch perfekt umzusetzen. Ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen Übung. Und ja, der Ablauf ist immer so, dass dann der nächste angehende Mountainbike-Coach eine Übung übernimmt, wie zum Beispiel Bremstechnik, Kurventechnik. Und ja, danach bekommt jeder immer das Feedback. Ja, so sind die letzten 2-3 Tage abgelaufen. Den einen Tag konnte ich ja leider nicht teilnehmen, aber ich bin doch heute wieder ganz gut reingekommen. Jetzt als nächstes kommt noch Sprungtechnik. Da werde ich noch ein paar Aufnahmen mitmachen, weil das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, und dann kommen wir auch langsam zum Ende der Mountainbike-Ausbildung. Dann eine Beinstreckung, dazu kommen wir gleich, und einem Anfahrtstempo. Tempo hatten wir auch, wir sind ja gerollt und haben uns bewegt. Okay. So, der Absprung bestimmt natürlich, wie meine Flugbahn nachher aussieht. Wenn der steiler ist, dann fliege ich mehr nach oben, wenn der flacher ist, fliege ich natürlich nicht so hoch. Wir wollen zentral abspringen, dass die Räder einigermaßen parallel in der Luft sind und dann schön landen, okay? Und das Ziel ist jetzt am Anfang auch, oben drauf zu landen. Wir wollen nicht ganz drüber springen, wir wollen so eigentlich nur kurz in der Luft sein, um ein Gefühl für den Absprung zu bekommen. Und wir wollen jetzt erstmal das Timing und die Bewegung lernen. So, wir haben jetzt alle unsere Urkunde erhalten, inklusive eine Karte. Ich halte es mal hier in die Kamera. Ah, hi, ihr seid auch mit am Start. Ja. Sehr cool. Yeah. Juhu. Yeah. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war interessant für euch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button und ja, springt euch aufs Bike and travel and ride. Bye bye. Bye bye. Tschüss. Bye. Hallo. Mach du jetzt? Aber gescheit, Alter. Gescheit, Alter. Oh, Steffi bei mir. Ich bin schwer. Kannst du jetzt hier nicht so rumturnen? Hier mit Stefan Hermann. Park hat ganz frisch aufgemacht. 1A hier, High Five. Nee, und seitdem 20 Jahre auf dem Rad und immer noch schnell unterwegs. So schaut's aus, Leute. Ja.